Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um eine Real-Life-Story. Los geht's. So, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute auf jeden Fall ein ernsteres Thema. Und ja, ich möchte darauf hinweisen, dass ihr auf jeden Fall vorsichtig sein sollt. Ich fange jetzt mal ganz am Anfang der Story an. Ihr wisst ja, vor ein paar Tagen habe ich euch diese Issey-Miyake Emblisé-Hose vorgestellt, die ich mir auf Farfetch bestellt habe. Ich habe die schon ein paar Tage vorher, bevor ich sie bestellt habe, mir angeguckt und dann gab es ein kleines Problem und zwar konnte ich mich auf Farfetch, nachdem ich mich dafür entschieden habe, weil nur da gab es noch meine Größe zu kaufen, nicht auf meinen Farfetch-Account einloggen. Und was macht man in der Sekunde dann? Ich setze natürlich das Passwort zurück, ganz normal über meine E-Mail-Adresse und konnte dann auch ganz easy wieder mich einloggen, alles gar kein Problem. Kann ja mal sein, dass man das Passwort, ich meine, man hat ja nicht überall das gleiche Passwort, zumindest ich nicht, und ja, dass ich das vergessen habe oder vertauscht habe, was auch immer, und ich habe halt gedacht, komm, ist schon nichts, alles in Ordnung. Ich muss jetzt aber kurz vorweg sagen, ich hatte circa vor 3-4 Wochen das Problem, dass bei mir mehrere Accounts, mein Blizzard-Account und mein Epic-Account Sachen Gaming gehackt wurde. Aber wenn ihr Kaufbelege dafür habt, könnt ihr das easy wieder über den Support zurückbekommen. Ist ein bisschen ja, kompliziert. Ich hatte da teilweise nicht diese zweifache Authentifizierung drin. Und naja, das sind so viele, aus denen man lernt. Aber im Endeffekt habe ich mir nichts dabei gedacht. Also ja, ich habe dann meine Accounts wieder bekommen. Ich war mir auch nicht sicher, ob jemand auf meinen E-Mail-Account Zugriff hat. Ich hatte auch das Passwort geändert. Ich habe halt so diese üblichen Sicherheitsmaßnahmen auf jeden Fall gemacht, sodass man da sicher sein kann, dass man auf jeden Fall ja, auf der sicheren Seite ist. Zumindest habe ich das gedacht. Naja, auf jeden Fall logge ich mich in meinen Farfetch-Account ein und ich muss dazu sagen, ich habe vor circa 2-3 Wochen mir so ein Gallery-Department-T-Shirt bestellt. Das war ein ganz simples, so ausgewaschenes, dunkel, anthrazitfarbenes T-Shirt. Hatte so eine Tasche drauf, wie hier mein Hemd, und auf der Tasche stand halt Gallery Department. Und ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber ich glaube ca. 150 Euro. Und ich habe es euch auch nicht gezeigt, weil ich es einfach wieder zurückgeschickt habe, weil ich mir gedacht habe, hey, wofür so viel Geld ausgeben für ein T-Shirt, wo einfach nur relativ billig auf die Tasche eine Marke geschrieben wurde und dafür dann diesen Hype, nee, lass das einfach mal sein. Auf jeden Fall habe ich mich dagegen entschieden und ich dachte mir so, komm, check's einfach mal deine Bestellung ab, ob das Ganze jetzt auch eingegangen ist, damit ich dann auch quasi mein Geld wieder bekomme. Naja, auf jeden Fall gucke ich so in meine Bestellung rein und ich sehe, dass nach dieser Bestellung eine weitere Bestellung aufgegeben wurde bei Farfetch. Und ich gucke mir diese Bestellung so an und ich denke mir, hä, du hast doch gar nichts bestellt. Auf jeden Fall, es wurde bestellt, ich glaube, ein Gucci-Gürtel, Off-White, ich glaube, Portemonnaie oder so, oder Tasche und noch so ein Schalkragen, also so ein Rollkragenschal, so wie bei Big Bang Theory, der eine, der da immer quasi den, ja, wie so ein Rollkragen trägt, aber das wird nur so übergelegt. Ich blende euch das hier auch mal eben ein. Auf jeden Fall, 4 Sachen wurden bestellt im Wert von 1.300 Euro. So, dann gingen bei mir natürlich direkt die Alarmglocken an und ich habe direkt erstmal alle meine Konten durchgeguckt, egal ob es eine Kreditkarte oder mein Konto ist, ob irgendwas von mir abgebucht wurde. Und es wurde seltsamerweise von mir gar nichts abgebucht. Dann habe ich mir die Adresse angeschaut und diese Artikel wurden quasi über meinen Farfetch-Account irgendwo nach Italien bestellt. So, ja, was habe ich gemacht? Ich habe bei Farfetch angerufen und habe dann quasi eine Beschwerde eingelegt, so und so und so. Bei mir wurde dann quasi eine Bestellung aufgegeben, die ich nicht getätigt habe. Es hatte auch keiner Zugriff auf meinen Account etc. Habe ich zumindest gedacht. Anscheinend hatte schon jemand Zugriff auf meinen Account. Und ja, jetzt müssen wir halt schauen, wie das Ganze, habe ich halt gefragt, wie das Ganze dann weitergeht. Dann hat er das aufgenommen, hat gesagt, ich melde mich gleich zurück, wir rufen Sie gleich zurück, wir klären das schon. Wie ApoRed sagen würde, wir klären das schon. Ja, ich habe dann keinen Anruf mehr bekommen, es kam dann nur eine E-Mail rein quasi, dass die Bestellung quasi, das Geld mir nicht erstattet werden kann, weil es quasi, ja, irgendwie jemand Zugriff hatte und das Ganze nicht mehr, wie gesagt, ich soll mich mit meiner Bank in Verbindung setzen.
und ich solle eine Strafanzeige stellen gegen ja, Betrug etc., was ich natürlich gemacht habe. Auf jeden Fall ja, hat jemand bei mir über meine Farfetch-Account sich irgendwo nach Italien irgendwas bestellt und irgend mit einer willkürlich fremden Kreditkarte, mit der ich auch nichts am Hut habe, das bezahlt. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren kann. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Story und ich wollte euch das einfach mal erzählen, weil das ja schon relativ Modethemen sind. Farfetch ist ja jedem ein Begriff. Das soll jetzt auch nicht sein, dass die Plattform irgendwie unsicher ist oder sonstiges. Auf jeden Fall, ich habe zwar nichts mitbekommen, ich habe auch nicht mal mitbekommen, dass eine Bestellung aufgegeben wurde. Ich habe nicht mitbekommen, dass mein Passwort zurückgesetzt wurde. Ich habe einfach gar nichts davon mitbekommen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich bin auch halt auch kein Hacker. Ich bin ein ganz normaler ja, Typ wie ihr auch und dementsprechend möchte ich euch nur als Tipp geben und das so als kleines Feedback an der ganzen Geschichte. Seid auf jeden Fall vorsichtig, nehmt auf jeden Fall nicht überall das gleiche Passwort und ihr könnt mir glauben, ich habe nicht überall das gleiche Passwort und ja, auf jeden Fall guckt, wenn es eine zweifache Authentifizierung gibt, dass die auch auf jeden Fall safe ist. Verbindet ruhig eure E-Mail-Adresse mit eurem Handy, sodass ihr da auf der sicheren Seite seid. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt. Wie gesagt, Strafanzeige habe ich gestellt. Mir ist ja quasi kein finanzieller Schaden entstanden. Es ist quasi nur über meinen Account ja, gekauft worden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze weitergeht. 1.300 Euro ist für mich viel Geld. Und dementsprechend ja, warten wir einfach mal ab. Ich wollte euch da einfach mal mitnehmen. Wie gesagt, seid auf jeden Fall vorsichtig. Ich werde in Zukunft noch viel, viel vorsichtiger sein. Aber ja, quasi eine Real-Life-Story, die gerade am Rande noch entstanden ist und ja, das war's für heute. Das war auf jeden Fall meine Story, die ich für euch habe, wo ich euch nochmal quasi auch mal was anderes erzählen wollte, was aber auch modebasierend ist, aber quasi, weil es den Onlineshop betrifft, aber jetzt nicht irgendwie so ein Styling-Tipps oder sonstiges. Naja. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Auch heute, wie gesagt, habe ich wieder eine Kleinigkeit im Weihnachtskalender für euch. Und heute verschenke ich nochmal einen 20€ Zalando-Gutschein. Das Ganze wird innerhalb einer Woche ausgelost. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr. Folgt dem Kanal und lasst einen kleinen Kommentar da, dann seid ihr schon im Pott. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, Leute. Ciao.